Hallo und guten Tag. Ich habe es irgendwann schon mal gezeigt. Ich kann mehrere Arbeitsblätter gleichzeitig mit den gleichen Tabellen füllen. Ich möchte vielleicht 4-Stunden-Pläne haben. Hier unten habe ich drei Arbeitsmappen, Tabelle 1 bis 3. Ich brauche aber, weil ich vielleicht 4 Klassen habe, noch eine vierte. Jetzt erstelle ich mir diesen Gruppenmodus. Das heißt, ich klicke meine erste Tabelle an, halte die Shift-Taste, die für den großen Buchstaben gedrückt, und klicke auf meine letzte Tabelle. Jetzt habe ich hier oben stehen Mappe 1 Gruppe. Jetzt mache ich meinen Stundenplan. Ich schreibe hier mal rein Montag. Einmal mit Enter bestätigen. Rüberziehen bis zum Freitag. Hier habe ich die erste Stunde. Und vielleicht haben alle meine Klassen bis zur 6. Stunde. Jetzt möchte ich noch einen Rahmen drumherum haben. Und das soll vielleicht blau sein und das soll auch blau sein und fett und blau. Und jawohl, so gefällt mir der Stundenplan. Hier kann ich vielleicht auch noch rüberschreiben, welche Klasse, aber das könnte ich auch hier machen. Wenn ich jetzt meinen Gruppenmodus wieder löse, weil ich möchte ja die Stundenpläne dann irgendwann füllen und die haben ja nicht alle gleichzeitig Mathe oder Deutsch oder Englisch, dann muss ich meine Gruppe erstmal wieder lösen. Wenn ich jetzt eine Tabelle hätte, die nicht gruppiert wäre, würde ich auf die drücken. Wenn aber alle zur Gruppierung gehören, klicke ich einfach auf irgendeine. So, jetzt habe ich hier meine Tabelle 1, die ist gefüllt, meine Tabelle 4, meine Tabelle 2, meine Tabelle 3. Was ich jetzt noch machen müsste, ich müsste jetzt anfangen, die Tabellenblätter umzubenennen. Das ist die Klasse 1 und hier würde ich dann mit Klasse 2, 3, 4 weitermachen. Und wie man dann so einen Stundenplan bzw. 4 Stundenpläne füllt, dass man das parallel sehen kann, alle 4 auf einem Bildschirm, das zeige ich Ihnen im nächsten Video. Bis dann, danke und tschüss.